wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Weiter geht's. Oh, wir erforschen die Höhle, aber ganz schön, ne? Keine Chance. Nun, wenn Jack das lösen konnte, kann ich das auch. Ja, sicher. Wo? Wer? Hä? Da! Besiege Spinnen, 20. 19 haben wir schon. Okay. Bam. Bam. Bigelow. Noch eins? Da. Aha. Na, was haben wir da wieder für eine coole Animation? Ah. Brauche ich wahrscheinlich mein Reparo gleich wieder. Zum Reparorieren. Quasi. Okay, okay. Habe ich wieder eine Abzweigung? Was habt ihr da versteckt? 7 und 25 Kröten. Da oben sind Spinnen, die fallen gleich runter und erschrecken uns. Da kommen sie schon. Die Spinner. Ja, nichts zu holen hier. Nee. Dann weiter. Oh, hier. Mhm. Was habt ihr denn hier für uns? Eine Truhe. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Genau. Ja, komm. Trau dich. Trau dich. Jo, da haben wir wieder Plattformen. Gut, dass Jack dort da nicht runtergefallen ist. Oh, große Spinnen. Ach, hier. Jetzt, müssen wir mal kurz gucken. Drei Wege. Dann gehen wir erstmal dahin. Gucken mal, was wir hier finden. Da ist nichts, nur die Truhe. Seltsam. Mit einem blöden Hut. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Ach, der hat uns nur veräppelt. Der hat uns in eine Falle gelockt. Oh. Hunepo. So, was geht hier? Eine Kiste. Ins Hemd. Ah. Ich bin froh, dass Richard Jack. Königlicher Kastanienmantel. Beautiful. So, Hut. War ja nix. Mantel packen wir ein. 44. Okay. Outfit war schlechter, aber wir markieren es mal, dass wir das Ausrufezeichen weg haben. Aber wo kann er sein? Oh, Spinnenbabys.
das jetzt hier der richtige Weg? Dann müssen wir gleich nochmal zurück. Ja, das sind nämlich doch Facehacker. Habt ihr das gesehen eben? Eine unberührte Truhe. Keramikmaske. Wie zieht man? Ach so, anstatt Brille. Ah, die ist aber Stufe 16, okay. Merken wir uns. Bestimmt merken wir uns das. So, mit dem Slider hier. Ach, ist er weg. Okay. Drauf achten. Ja, ich komme aber trotzdem nicht durch. Muss man vielleicht reparieren hier. Reparo. Nee. Oh komm, hättest du mich doch da durchlassen können. Dann müssen wir doch wieder über die Plattform. Aber macht dir nichts. Da ist er. Akio. Düttem. So. Potato. Wunderschön. Oh, oh, oh. Eieiei. Ihr seid ja ein paar Halbwilde. Okay. So, und hier war ja, genau. Von da kamen wir gerade. Oder wären wir gekommen, wenn wir da durchgekommen wären. Was ja nicht der Fall war. Haben wir nicht durchgepasst. Jo. Dann schnappen wir uns das hier noch. Seltsam. Nachtgewand für Träumer. Wo sind wir hier? Ja, ist besser. Nehmen wir. Schick. Oh, ist immer schlimm, wenn, wenn der Abend spät wird und man Gel in der Haare hat. Man fängt dann an, früher oder später irgendwie Gänsehaut zu kriegen. Und dann will natürlich, wenn die Haut sich bewegt, ja, also, das ist die Haut, das ist ein Haar. Und wenn die Haut sich bewegt, bewegt sich auch das Haar. Wenn es aber mit Gel verklebt ist, dann fühlt sich das immer so komisch an, als wenn da irgendwas rumkrabbelt. Ganz schlimm. Wenn er an dieser Beute interessiert wäre. Nervig. Aber es gibt keine Spur von ihm. Wir werden bestimmt gleich eine Spur von ihm finden. Ja, alles klar. Bis gleich. Da haben wir noch eine Kiste. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Ja, stimmt. Wo ist die Leiche? Das gilt es noch herauszufinden. Oh, hier wieder. Jake?
Die machen Geräusche. Akio. Da geht's weiter, dann gehen wir erstmal dahin. Oh! Ah ja. Ist das jetzt kaputt gegangen? Oh komm. Bruder, was ist? Dahin, dahin. Oh, ich hab's umgedreht. Oh. Okay, also wenn die so aussehen, dann gehen die kaputt. Dann muss man sich beeilen. Dann mal flott. Oh. Schon knapp. Orangene Mulchaugen. Klingt nach einer coolen Brille. Ja. Ach, die wieder. Oh, da können wir noch wieder Sachen verkaufen, ne? So viel, wie wir da gesammelt haben, schon wieder. Money, money, money. Must be funny. In the rich man's world. Okay, müssen sofort loslegen. Komm, 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 komm. Yeah, baby. Unberührte Truhe. Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Ausrüstungsplätze sind voll? What? Ich wusste gar nicht, dass hier, dass es limitiert ist. Oh, jetzt hier. Warte mal. Alles mal hier. Schön groß. Dahin. Noch ein Stück rüber noch. Ja. Beautiful. So. Was soll da voll sein? Sind ja noch mehr, ne? Oder muss man sie, die sich erst verdienen? Oh, scheiße. Ausrüstung ist voll. Was ist denn da voll? Ah, 24 von 24. Okay, dann machen wir das Schlechteste einfach mal kaputt. Nummer 28. 8. 8. Witz, oder? Mach weg. Warum? Habe ich so viele Dinge, die ich gar nicht anklicken kann? Das ist ja komisch. Wie es jetzt hier ist. Da würde noch was gehen. Oder ist es allgemein? Ja, ist allgemein. Okay. Dann gehen wir nochmal an die Kiste. Ah, für so bescheuerte Handschuhe. Leute. Ja.
Schatzkiste? Nee, ne? Hä? Wie kommt man da denn hin? Naja. Vielleicht finden wir noch eine Möglichkeit. Mal hier kommen wir ein bisschen looten. Hier lang würde das gehen. Okay, pass auf. Obacht. Dann machen wir das so. Und so. Versteh sie? Seltsam. Ach, ist wieder voll. Ich hätte gedacht. Was waren das? Handschuhe, ne? Genau. So, 30, 28, weiter. Auch 28. Dann machen wir die kaputt. Die haben nämlich keinen Ausrüstungsplatz, also keinen Erweiterungsplatz. Verbesserungsplatz, so heißt es. Heute interessiert wäre. Aber es gibt keine Spur von ihm. Ledermantel. Da müssen wir noch ein bisschen aufräumen hier, wa? So. Wie sieht's denn hier aus? 21. 21 ist schon mal übel. Weg. So. Noch eine Kiste. Ich bin froh, dass Geld. Richard Vector mir etwas hinterlassen hat. Ja, aber wo kann er sein? Komm. Weiter. So. Kiste. Mann, ist das verwinkelt hier, ne? Da geht's auch nochmal weiter. Das ist das, wo wir gestartet sind. Okay. Dann haben wir hier eine Kiste verpasst. Oder haben wir die schon geöffnet? Weil die sieht offen aus. Ja, okay, gut. Plumps. Da ist sie, die Brücke. Sie ist fast fertig. Spinnen. Noch mehr Spinnen? Die können sich tatsächlich nicht enthauptet haben. Die spinnen doch. Jawoll, das war lecker. Protego. Wow. Einsammeln, bevor es Verschwindibus macht. Da ist noch was. Weg, weg, weg. Okay. Mach's gut, Monster. Seit Jackpot hier war, haben sich diese Spinnen sicher rasant vermehrt. Sieht fast so aus, ne? Uns noch was zum Sammeln.
Da ist noch was. Da ist noch was. Da noch ein bisschen Crystal. So. Da geht's runter. Mit einer Kiste. Was ist das denn? Blätter des Malvenkrauts. Ah ja. Da wird das nächste Brückenteil ausgelöst. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Nur eins? Irgendwie glaube ich das nicht. Aber es geht ja nicht auf Zeit, ne? Es geht ja wohl nicht auf Zeit. Von daher. Oder geht's doch auf Zeit? Zwei und Nummer drei, siehste. Dann schauen wir mal. Ich muss näher an Jektors Überreste herankommen. Und an die Seiten. Sieh mal an, Richard Jektor. Ach, schade. Diese Splitter sind wohl die Überreste von Ollivanders Zauberstab. Wenigstens kann ich die Seiten nehmen. Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jektor. Mhm. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Oh. Bam. Schieße. Ja, gut gemacht, oder? Auch so platt. This thing is evil, man. Verstehe sie? Bam. Der nächste bitte. Auch? Ah, komm her. Komm her, Digga. Oh, aufpassen. Oh, 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 oh. Stehen bleiben. Da. Das ist unheimlich. Ja, warte. Erstmal würde ich ein bisschen. Hahaha, siehst du? Schon wieder Klamotten. Warum liegen da immer nur Klamotten? Ich würde auch mal eine Waffe nehmen. So. 34. Nicht identifizierter Gegenstand. Rücken. Ja, behalt mal. 28. Das ist auch 28. Hä? Hm. Machen wir das Ding weg. So, was hast du für mich? Bescheuerter, gestreifter Pulli.
So viele. 33, 26, weg. 23. Oh, den kann man aber gut verkaufen. Den kann man sehr gut verkaufen. Lass mal. Wenn wir den Platz brauchen, dann machen wir uns den Platz. Weil wollen ja kein Geld verlieren, ne? Geld ist wichtig und richtig. So. Oder ist hier noch was? Nein. Das habe ich schon mal gesehen. Im Tutorial. Und in der verbotenen Abteilung. Ich hab was gehört eben. Was funkelt da? Nein. Eine Täuschung. Wo bin ich? Oh nein. Doch? Der Raum wird ja geflutet. Oh nein. Gar nicht mal so gut, ne? Wie werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Oh. Anscheinend lerne ich da gerade was Neues, um mich unter Wasser vorzubewegen. Bis ich herausgefunden habe. Ja, sicher. Wo bin ich hier? Cool. Oh. Sind wir jetzt bei Let's Dance? Kommt jetzt ein Dance Battle? Bands, Dettel. Ey, aber geil, ne? 3 Stunden 13 haben wir jetzt. Und über den H265-Kodex sind die Dateien ja kleiner. Das waren jetzt noch nicht mal 6 GB bisher, ne? 6. Das ist nichts. Absolut. Nichts. So cool. Percival Rackham. Ha! Sie sind es. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Ich kenne Sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isadora Morgannock, als Sie in Hogwarts anfingen. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, Sir, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst... Eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Warum heißt es die Kartenkammer? Ich bin etwas verwirrt, Sir. Warum heißt dieser Raum Kartenkammer? Ich versichere Ihnen, dass sich Ihre Frage klärt, sobald das Buch auf dem Podest liegt. Sind Sie ein Seher? Die Statuen und Schnitzereien in dem Haus an den Klippen, die sind von ihm. Sind Sie ein Seher? Fürwahr. Wussten Sie, dass ich hier sein würde? Mehr kann ich im Moment nicht sagen, außer, dass mich Ihre Anwesenheit hier nicht völlig überrascht. Warum hat er da nicht gewusst, dass er kein Buch dabei hat? Betrüger. Na gut. Ich werde das Buch sofort holen. Gut. Wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. Deine Verbindung zu alten
Magie hat Talente freigeschaltet. Du erhältst jedes Mal einen Talentpunkt, wenn du deinen Zaubergrad erhöhst. Du hast neue Talentpunkte, die du im Talentmenü in deinem Handbuch ausgeben kannst. Ja, wunderbar. Aber das machen wir nicht heute.